Seit mein Lehrer mich auf diesen Wettbewerb aufmerksam gemacht hat, stehe ich vor der unüberwindbar stehenden Aufgabe, meine ganze Kreativität in eine Selbstbeschreibung zu stecken, die dann auch noch so ausgefallen sein soll, dass sie euch überzeugt. Der erste Tipp dazu kam von meiner Mutter. Die riet mir, einfach alle Formalien in dieser Bewerbung außen vor zu lassen. Falls euch das alles also so gar nicht zusagt, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Leider habe ich keine weiteren Tipps bekommen. Was für euch, denke ich, am bedeutendsten ist, ist, dass ich in das Schreiben meine ganze Leidenschaft stecke. Mit meiner Liebe zum Schreiben habe ich auch schon unsere stadtinterne Wochenzeitung, das Langhagener Echo, überzeugt. Für die arbeite ich jetzt seit etwa einem Jahr als freie Journalistin. Unter dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, habe ich vor einigen Jahren angefangen zu fotografieren. Inzwischen gehe ich so gut wie gar nicht mehr aus dem Haus ohne meine Kamera. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, jetzt für euch von der Berlinale berichten zu dürfen. Und nebenbei bemerkt, freut das auch meine Mutter.